Hallo und willkommen zurück hier bei Subnautica, bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide. Heute zu Lithium, einer Ressource, die man ja doch gar nicht so selten braucht hier im Spiel und die man auch an mehreren Stellen finden kann. Aber ich zeige euch heute die Location, wo ich denke, das ist die absolute Power-Location dafür. Und dafür geht's Richtung Nordosten ungefähr, ja, so grob. Ihr könnt euch hier einfach an dieser schönen Wolke, die ihr da oben seht, orientieren, denn wir wollen heute auf die Insel da hinten, die ja ein gutes Stück draußen im Wasser liegt und die eben von dieser Wolke oder von dem Nebel da hinten verdeckt wird. Ich muss dafür jetzt gar nicht runter, sondern wir halten uns einfach auf diesem Kurs zwischen Nord und Nordost. Ich will rechts an der Insel vorbei. Müssen also ein ganzes Stück tatsächlich reisen und dann zeige ich euch, wo ihr da die beste Location habt, um Lithium zu farmen. Lithium gibt es tatsächlich an mehreren Stellen. Es gibt es auch relativ früh schon im Spiel zu finden, aber tatsächlich hier eine Stelle, wo ihr euch wirklich die Taschen voll machen könnt mit dem Zeug, von dem Zeug, also wo ihr euch wirklich keine Sorgen machen müsst zu suchen, sondern es liegt einfach überall rum. So, wir sind jetzt bei der Insel, die droppt jetzt hier langsam rein, der Nebel verschwindet und wie gesagt, wir gehen jetzt rechts herum dran vorbei. Ihr könnt tatsächlich auch andersrum dran vorbei, das ist im Grunde egal, wir müssen nur auf die Rückseite der Insel, denn da gibt es im Grunde unseren Aufgang, den wir benutzen wollen. So, da hinten sieht man schon, da geht so ein bisschen das Land hoch und das ist genau die Stelle, zu der wir wollen und wo wir die Insel betreten können. Es gibt tatsächlich hier unten auch einen Eingang in eine Höhle, den ihr auch nutzen könnt, theoretisch, denn der führt dann auch ins Innere der Insel tatsächlich. So, wir gehen jetzt hier einmal hoch, links herum und dann einfach den Berg hier hoch. Genießen ein bisschen die Aussicht auf die Aurora und werden dann hier in ein Höhlensystem reinkommen. Haltet also die Taschenlampe bereit und ja, ich laufe hier immer relativ zügig vorbei. Hier gibt es einige von diesen Spinnen, von denen ihr euch aber nicht ablenken lassen sollt. Und hier, da seht ihr schon, ist das erste Lithium, was uns hier erwartet. Das ist aber noch lang nicht alles, kann ich euch versprechen. Ich gehe jetzt hier ein bisschen weiter. Und zwar in den oberen Teil dieser Insel. Ihr seht auch hier wieder die Alien-Geschichte. Und rechts geht es zum Tor. Und jetzt seht ihr, hier in den Wänden ist im Grunde überall Lithium. Wenn ihr jetzt hier die Taschenlampe nehmt und hier runter geht und einfach dem Höhlenweg hier folgt, dann werdet ihr sehen, wir können uns hier wirklich die Taschen voll machen mit dem Zeug. Und müssen nicht mal groß suchen. Wir müssen keine Steine aufbrechen. Das hängt hier einfach an den Wänden. Und wirklich in rauen, rauen Mengen. Auch eine tolle Stelle übrigens, um Diamanten zu suchen. Da sind sie schon. Und ja, hier drin ist aber auch teilweise nicht nur Gold, sondern auch Lithium versteckt. Wie hier zum Beispiel. Also nochmal eine zusätzliche Quelle. Und je tiefer ihr hier geht, desto mehr werdet ihr davon finden. Also wirklich eine coole Stelle, um euch hier die Taschen mit Lithium voll zu machen. Kommt hier auf jeden Fall vorbei, das lohnt sich, da ist noch was. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Stelle schon kanntet oder ob die euch neu ist. Es geht hier wirklich sehr, sehr tief runter, erkundet das Höhlensystem. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß dabei. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin.